Hallo ihr Gwirlinge, Jack the Exalt, Bestie von Xakor, beiß ins Fleisch und es geht weiter mit der Erkundung von Abessa. Es ist Abend, aber das stört mich im Moment nicht. Ich bin in der letzten Episode vom Relikt aus hier oben gewesen und hier so lang gelaufen. Was sagt meine Erkundungskarte? Die sagt, das ist richtig. Jetzt habe ich hier zwei Flächen, einmal die hier, die ist noch komplett unerkundet. Und die hier unten auch, die liegt aber zum Teil in Edan. Das soll mich aber mal nicht stören. Hier habe ich eine Ruine, das wird ein bisschen interessanter. Und dann mache ich das so. Ja, hier sind auch Ruinen, das ist auch sehr interessant. Ich glaube, ich laufe hier mal den Weg lang. Erstmal eine Runde drehen, weil die führt mich auch an diesem Haus vorbei. Und dann, wenn ich, also hier einmal rum, wenn ich dann wieder hier bin, dann gucke ich mir das an. Das hier am Fluss ist schon erkundet, da muss ich nicht nochmal hin. Also jetzt irgendwie einen Weg da zu dieser Ruine finden, das geht hier oben rum. Oder war ich hier schon mal? Ne, ich glaube nicht. Ich war hier schon mal, als ich die Grenze zwischen Edan und Abessa auskundschaftet habe. Die ist nämlich da in der Richtung. Da war ich hier mal in der Nähe, aber ansonsten war ich hier noch nicht. Das heißt, unangetastete Ruinen. Willst du noch länger auf diesem Stein rumhampeln oder was? Aber wenig Kräuter. Dafür Windräder. Oh, keiner Heiltrank. Alte Münze. Direkt reingerannt. Auf Kopfhöhe abgelegt. Naja. Das Spiel will es mir einfach machen. Ja, das sag ich doch. Metallschrott, kleiner Heiltrank. Ich glaube. Ist das hier mit den das Ruinendings? Das Ruinenfeld? Ne, das ist hier hinter diesem kleinen Teich. Aber das ist ganz nah. Da mache ich schon mal keck einen Brillenwechsel. Ist da noch was? Nö. Und guck mal diesen Teich an. Diesen Tümpel. Kein Vieh da. Was kratzen und beißen will? Doch. Wo? Hornwolf, ja. Knurr mich an. Dein Revier, ich weiß, trotzdem. Ich bin nur auf der Durchreise. Ich mach dir auch deine Weibchen nicht streitig. Besen. Oh, Rezept Stegtäler. Das ist ein neues Ding. Das liegt auch in Orans Taverne, aber da konnte ich es noch nie klauen. Jetzt aber hier. Huhuhuhui. Das müsste neu sein. Das dürfte ich noch nie im Gepäck gehabt haben. Ja, sieht so aus. Man braucht drei rohes Fleisch und einen Setzerbonus. Klingt lecker. Das gibt einem dann etwas. Einen Steakteller. Der macht Angriffsstärke plus 10. Das ist aber wahrscheinlich auch nur im Nahkampf von Bedeutung. Plus 60 Gesundheit. Ist natürlich nicht schlecht. Was ist denn hier neu? Ah, das Kartenstück 15, richtig. Was war hier neu? Ach, die ganzen Schlüssel. Oh je. Mal gerade die Ausrufezeichen verschwinden lassen, wenn es irgendwie geht. Gut. Hier noch was Neues. Das ist das gleiche gewesen mit den Schlüsseln. Richtig, das war's. Danke. Noch irgendwas? Hier geht's hoch. Das heißt, da oben ist was. Aber erstmal hier unten. Ein verlassenes Lager offenkundig. Niemand da. Außer einem Besen, einem Krug, einer Blutpütze, Kaya, einer Öllampe und einem Mana-Tank. Und einem Hammer. Sowie. Einer guten Gabel, gutes Messer, guter Becher. Die Äpfel kann man nicht aufheben. Sieht ein bisschen nach einem Berserker irgendwas aus. Berserker-Lager. Die Berserker in der Kuppelstadt erzählten ja, dass sie einst ausgesandt sein sollten oder worden sind. Irgendwie so. Um ein Weltenherz auf dem Gebiet von
Abessa zu pflanzen und das dann quasi nach Edan einzugemeinden. Dadurch. Aber hier ist das andere Weltenherz ja viel zu nah, oder? Ich meine, das ist Abessa und es ist sehr nah an Edan. Also die eigentliche Grenze ist, geht hier unten lang, da wo die Felskante ist, wo ich mit der Maus lang wische. Aber, naja, vielleicht wolltest du es ja hier pflanzen. Wenn ich nicht noch irgendwo anders was finde, was noch eher danach aussieht, dass es dort gewesen sein könnte, dann gehe ich davon aus, dass das hier gewesen ist. Und finde ich hier noch irgendwelchen Kram? Ja. Guck. Mana-Trank und Wein. Ich kann hier hochlaufen. Denke ich das weiter? Da oben liegt was, erwartungsgemäß. Ich glaube, auf diese Dinger komme ich nicht hoch, richtig? Nee, komme ich nicht. Alle Windräder, wo ich bisher hoch sollte und konnte. Brennstoff, das ist gut für die nächsten Unholde. Also alle Windräder, wo ich bisher hoch konnte und hoch sollte, die hatten entsprechende Plattformen draußen dran. Die waren als Kletterpunkt ganz, ganz eindeutig zu erkennen. Das hier hingegen ist nichts dergleichen. Klassische Sonnenbrille. Oh, hallo Regen. Dich habe ich schon vermisst. Toll. Ach, Regen. Nee, jetzt regnet das sich wieder ein und regnet für Stunden und Tage. Jo. Ich würde mal sagen, es wird eh dunkel und im Dunkeln und im Regen. Nee, auf keinen Fall. Und da hier so schöne Betten sind, mache ich das Wettermanagement. Bis zum nächsten Morgenschlaf, dann regnet es wie aus der Gießkanne. Exakt. Dann mittags hört es dann langsam auf, tröpfelt aber noch. Oder? Ist das Tröpfel oder ist das komplett aufgehört? Das hat sich mal als Nicht-Tröpfeln durchgehen. Schön. Gut, dann weiter in meiner Erkundungstour. Die führt mich ja eigentlich den Weg entlang, habe ich gesagt, weil ich mir die Ruinen angucken wollte. Ja, dann einfach den Weg da weiter und dann runter zu der Ruine. Das scheint ein Einfamilienhaus zu sein. Die sahen, glaube ich, von oben immer so aus. Achso, da fällt mir gerade ein. Patrick hatte eine Theorie aufgestellt. Und zwar... Es geht um diese Ruinen hier. Also die Spielwelt ist hier zu Ende, wo die Wüste aufhört, weil wenn man hier oben über die Kante geht, dann ist das derart heftig verstrahlt, da kommt man noch 10 Meter weiter und dann ist man tot. Allerdings ist hier eine Ruine, ganz offenkundig. Ich weiß nicht, was das ist, ob man da hinkommen kann. Die sieht sehr individuell aus. Und hier ist allgemein eine sehr große Fläche, wo nichts ist. Also wer weiß, wie man da hinkommt, gerne mal Bescheid geben. Und Patrick hatte die Theorie aufgestellt, dass irgendwo hierher, also dass hier vielleicht die Piranhas mit Copy und Paste gearbeitet haben, dass es hier also eine sehr ähnliche Ruine gäbe von ihrer Struktur her und die dann da rechts halt irrtümlich gelandet ist, will also heißen, da ist gar nichts. Es sieht halt auf der Karte nur so aus, aber ich kann diese Theorie nicht unterstützen, Patrick, weil ich sehe hier nichts, was auch nur annähernd so aussieht wie das da. Auch dieser Felsen ist irgendwie einzigartig. Und dass da auch so der Boden so grau ist und nicht so grün und dass das halt an diesen Felsen angebaut ist und mit diesen Strukturen rundherum, das ist mir irgendwie hier aus Edan nicht geläufig. Also ich kann hier ein Copy und Paste nicht erkennen. Zumindest nicht an den Ecken, wo ich jetzt gerade rumgucke. Klar, sieht alles Mögliche ähnlich aus, aber es ist doch alles schon irgendwie individuell. Ein reines Copy und Paste sehe ich hier nicht. Aber wahrscheinlich wird das eines dieser Dinger sein, von wegen, wir hatten mal geplant, da was zu machen. Vielleicht hatten wir mal geplant, dass Edan sogar, Tavar sogar noch ein bisschen größer ist. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich mal so ganz weit rauszoome, dass Edan vielleicht, Tavar, vielleicht ursprünglich mal hier noch weitergehen sollte. Bis hier an diesen Felsen ran und nicht an
diese. Also hier noch alles Wüste. Und dann hätte man hier noch ein paar Sachen machen können. Wäre irgendwie logisch, weil hier rechts, hier oben ist ja auch Ignadon. Warum sollte man hier Tavar dann hier enden lassen? Da kann man doch das auch noch machen. Ich nehme an, dass das so mal gewesen ist. Man hier schon vorgebaut hat. Und dann hat man also aus Zeit- und Budgetgründen gesagt, nee, das lassen wir weg. Tavar wird kleiner und dann war halt das irgendwie schon gebaut. Oder die Karte war schon fertig und man hat es dann halt auf einer Karte auch nicht mehr runtergenommen. Das ist meine aktuelle Theorie. Es sei denn, jemand kommt und sagt mir, nein, du kannst da hinkommen, du musst Folgendes tun. Doppelpunkt. Da wäre ich sehr gespannt, weil ich habe mir diese Klippe angeschaut. Ich habe keinen Weg gefunden, dort hochzukommen. Und ich glaube auch nicht, dass ich mit einem Strahlenschutzanzug derartig gegen diese Strahlung, die das Spielfeld begrenzt, mich immunisieren kann, dass ich da hinkomme. Das glaube ich nicht. Ich weiß, dass du da bist. Der Hang schützt dich, aber nicht lange. Achtung! Ah! Mann, halt drauf. Kann doch alles nicht so schwierig sein. Fichter. Pflanzen. Gleich habe ich eine neue Ruine. Ja, die sieht schön aus. Da werde ich was drin finden. Ich tippe auf eine Anleitung und auf einen Tresor voller Krimskrams. Und auf ein cooles Spielzeugauto. Und auf irgendwas Garstiges. Was Mutantoides? Eigentlich eher nicht. Oh, viele Kräuter. Und ein possierliches, sich putzender Kritter. Kuckuck. Es geht los? Ach was. Es hat aufgehört. Hier geht nichts los. Hier werden Monster getötet und nicht geboren. Oder ausgebrütet. Verrottete Überreste einer längst vergangenen Zivilisation. Stimmt. Also wenn da Mutanten drin wären, dann würde ich sie rauslocken, indem ich einmal drumherum laufe. Da oben ist eine Ratte, das ist mir völlig egal. Nee, da ist nichts drin, aber es ist echt ein großes Haus, wow. Okay, dann gehe ich mal rein. Aber hier definitiv Brillenwechsel. Hui! Das leuchtet wie eine Lichterkette. Brauche ich selber Licht hier? Oder wird es vielleicht ein bisschen heller, wenn ich hier reinlaufe? Wird es ein bisschen. Was? Ach, hier ist zugenagelt. Das sieht man gar nicht. Mann. Wird es hier besser? Ich finde auf alle Fälle einen kleinen Heiltrank. Einen Stuhl, ganz wichtig. Die Bar ist geplündert. Der Tisch ist uninteressant. Kein Tresor, keine Truhe. Oh, hier die Tasche, aber nee, glaub nicht. Alles sehr dunkel hier. Und ich habe schon die Fackel an. Hier wird's besser. Ein Klo. Ah, eine Truhe. Nicht abgeschlossen, schlecht. Mechanikerhose. Zwei Suppen, Dietrich, guter Teller, guter Löffel. Ja gut, ich erwarte von offenen Truhen auch nicht wirklich viel. Tasche, nein. Ein Boiler. Ein kleiner Kocher. Schlafsack. Hier vorne war ich da schon. Was sind das? Ach, das steht da im Auto hier. Was sind das? Brennstoff, gut, her damit, will ich haben. Die Garage kann man gar nicht betreten, was wohl auch nicht not tut. Dann hier weiter. Ne, hier um die Ecke liegt noch was. Was ist denn das? Wie kommt man da hin? Ist da doch was in der Garage? Aber ich komme doch hier gar nicht rein. Kann ich auch nicht reinrollen. Hier ist eine unsichtbare Wand. Da. Dieses Ding da im Dunkelfenster. Da kommt man gar nicht hin. Oder man kann von oben
eine Treppe runterlaufen in die Ecke. Das ist noch denkbar. Mal schauen. Löffel, Dietrich. Teller, Gabel, Teller. Messer. Ja, Besteckkrempel halt. Ich höre dich. Ich schieße in den Arsch. Vorsicht! Was hast du davon? Fell. Und Fleisch. Und Horn und fünf Zähne. Ja, der fünf Zähne. Achso, Tresor. Die Tresore stehen ja und liegen ja manchmal in Zimmern, wo man das nicht erwarten würde. Und wirklich viel sehe ich immer noch nicht. Der Kontrast ist zu hoch, weil es draußen so hell ist. Die Funzel, die ich in der Hand trage, die hilft kaum, aber ich kann es nicht noch heller machen. Nur über die Grafikeigenschaften, aber das ist ja blöd. So, wie komme ich denn hier hoch? Gar nicht. Die Treppe des Hauses ist vielleicht wirklich genau dahinter, weil ich sie hier drin nicht gesehen habe. Das heißt, ich muss von außen hoch. Ein Problem für mich. Hüpf. Und finde ich hier, wo ich die Treppe vermute, keine Treppe. Dafür ein paar alte Münzen. Und ein Ventilator, ein Blumentopf, Sand fürs Klopapier. Metallschrott, ein Spind voller Energieriegel. Der zweite ist nicht zu gebrauchen und zu begrabbeln. Das hier da unten kann man nicht aufheben. Das ist aber eh nur ein Messer, wie es aussieht. Elektroschrott. Das ist nur eine Kommode. Hier ist was Wichtiges. Das nächste Foto. Hossa, ich finde das nächste Foto. An dieser Stelle. Den Herrn haben wir schon mal auf einem anderen Bild gesehen, glaube ich. Ein Piranha, Foto Nummer 15. Und da ist die Fackel ausgegangen. Aha, schön. Becher. Oh, hier, Flugblätter. Was das früher wohl mal war? Ein Haus, da haben Leute gewohnt. Ach, hier ist die Treppe. Ich finde eine Warnmeldung und noch eine Warnmeldung und noch eine Warnmeldung und noch eine Warnmeldung rund um ein enthauptetes Skelett. Das ist nicht sehr erbaulich oder ermutigend. Die Mechanikerhose ist übrigens neu. Aha. Und dann hier. Komm mal her. Achso, Foto 15. Jawohl, haben wir schon gesehen. Und hier ist irgendwo der Text. Warnmeldung. Vier Stück, immer die gleiche. Mal lesen. Serienmörder treibt sein Unwesen. Ein Serienmörder nutzt das allgemeine Chaos und ermordet junge Frauen mit langem schwarzen Haar im Alter von 20 bis 25. Ich warne alle Bürger, die sich in ihren Häusern verstecken. Passt auf eure Töchter auf. Meine hat es erwischt. Nehmt meine Warnungen ernst. Okay, aber warum liegen dann ganz viele Warnmeldungen hier herum? Man sollte die doch dann verteilen. Das heißt, es reicht ja dann, wenn jeder eine hat. Das ist komisch. Aber dieser Mörder ist längst tot. Hier eine Waffe. Vielleicht schön. Kriegsschwert 1 oder Kriegerschwert. Das kommt auch mal in meinen Waffenguide, weil es halt eine Waffe ist, die schon aufgestuft ist. Da wäre sie. Zack. Öllampe. Und das Amulett habe ich auch gesehen. Keine Angst. Schnauze. Ratte. Nummerierter Zettel 2. Das ist auch interessant. Ich weiß nicht, was das zu tun hat hier. Ich habe mal einen Nummer 1 gefunden. Und zwar habe ich den gefunden gar nicht weit von hier. Da war, glaube ich, da. Oder da. Ne, der war da. In dieser giftigen Scheune war der. Das ist gar nicht weit weg. In Tavar. Ach, in Tavar, richtig. Habe ich gar keinen solchen gefunden. Und was ist das für ein Ding? Was soll der mir sagen? Oh, heb mal noch kurz hier diesen Kram auf. Was sagt der mir? Der sagt mir, eine Nummer, glaube ich. Genau. Der nummerierte Zettel 1, den hatte ich schon, der sagt mir die 7 und der 2er sagt mir 3. Ach, den 3er habe ich auch schon mal irgendwo gefunden, ich weiß aber nicht wo. 9. Also 7,
739. Ich habe keine Idee, was das mir sagen soll. Mana-Trank. Und das coole Spielzeugauto. Ich habe es doch prophezeit. Und schließlich ein Amulett. Amulett des Schutzes gefunden. In schutzlosen Abessa. Da, an dieser Stelle. Und eingesammelt. Ist das neu oder habe ich das schon mal gefunden? Das scheint ich schon mal gehabt zu haben. Genau. Jo. Nichts Neues. Oben ist noch was. Achso, die Treppe. Wo war die denn? Die Treppe war doch irgendwo hier ums Eck. Ach, da war die Treppe. Klar, ich habe sie doch schon gefunden. Mann. Jo, da liegt noch was. Im Badezimmer. Au, au, die Füße. Oh, der nummerierte Zettel Nummer 4. Zwei in einem Haus. Das ist ja komisch. Eins. Wohnhaus, Wohnhaus, Wohnhaus. Jetzt habe ich 4. Ich hatte mal gemutmaßt, dass das vielleicht eine Kombination für irgendwas ist, aber dann sollte man mir auch halbwegs einen Tipp geben, wo. Also wo ein Tresor ist, den man damit öffnen kann mit der Kombination. Im Moment habe ich nur den Tresor mitten im Fort in Tavar im Verdacht, weil ich den nicht öffnen kann. Da fehlt die Option, das zu hacken. Und da fehlt auch irgendein Hinweis auf die Kombination. Ein anderer Safe, den ich bisher nicht knacken konnte, anderweitig, ist mir nicht bekannt. Aber ich war ja auch noch längst nicht überall. Schäfel. Noch irgendwas? War hier oben nicht noch irgendwas? Hier waren noch 2 Sachen. Ach, Menno. Da unten ist das Messer. Nö, das war alles. Okay, die Putze ist ausgenommen. Einen Tresor habe ich jetzt hier nicht gefunden, richtig? Oder war ich wieder mal blind? Weil wenn in diesem Haus 2 nummerierte Zettel herumliegen, dann könnte man ja auf die Idee kommen, dass hier der Safe ist, den man mit genau dieser Information oder vielmehr Kombination aufmachen kann. Aber Fehlanzeige. Ja, also ich hätte ganz gerne mal einen Tipp. Was die Menschen damals wohl dabei gedacht haben. Ja, ja. Ich hätte ganz gerne mal einen Tipp, ob ich mit den nummerierten Zetteln, mit dem, was ich da machen muss und wo ich das machen muss, ob ich da schon gewesen bin, weil mir halt gerade überhaupt kein Anknüpfungspunkt einfällt, oder ob das irgendwo angewendet werden muss, wo ich noch nicht war oder vielleicht zu irgendeiner Queste gehört oder irgendwas. Würde mich gerne mal interessieren, was von beiden, also war ich schon irgendwo und kann es da anwenden? Oder muss ich einfach die Zettel im Gepäck behalten, weil ich noch irgendwo irgendwann mal hinkomme und dann dort aus dem Voll schöpfen kann? Jo, draußen auf der Veranda ist auch nichts und damit kann ich diese Hütte auch endlich mal abhaken. Groß genug war sie, ja. Rundherum ist nicht viel. Brillenwechsel. Ich wollte die Straße lang gehen, hier, den Weg. Greif zu. Und hier nochmal und nochmal. Den Hornwolf habe ich aber schon ausgenommen. Jo. Und nochmal. Es gibt einen schönen Strauß.
Wow. Krass. Viele Kräuter. Alle Achtung. Das scheint hier sehr, sehr fruchtbar zu sein. Ideale Bedingungen für Heilkräuter aller Art. Und das hier auch noch. So. Ah, noch eins. Und? Du bist das Letzte. Hier links dieser Parkplatz, den kenne ich schon. Das ist Edan. Also hier auf diesem Weg ist so quasi genau die Grenze zwischen Abessa und Edan. Das ist ganz, ganz komisch. Ich wollte auf dem Weg bleiben, richtig. Ich kann einmal mit der Objektbrille da durchhuschen. Weil damals, als ich das mir angeschaut habe, da hatte ich die Objektbrille noch nicht. Oh je. Ich habe vergessen, wo die ist. Da. Ist hier noch was? Habe ich was übersehen hier? Tatsächlich. Eine Brause. Nein, einen kleinen Energiespeicher. Ja. Hier war ein Tresor drin, richtig? Der ist geknackt, genau. Alles klar. Hier sind gar keine neuen Viecher. Das ist auch unerwartet. Jupp, jupp, alles weg. Dann würde ich einmal, jetzt bin ich ja einmal rundherum gelaufen, da nochmal hin und dann da quer rüber und dann habe ich das abgehakt. Da oben über die Felsen. Und zwar am besten von da hinten aus. Weil hier oben auf dem Hang, wer weiß. Ist da noch was? Jawohl. Ein Giftkraut. Nee, Feuerkraut. Hüpf. Und jetzt hier geradeaus runter zu der Ruine. Und dann habe ich die nächste Fläche fertig. Da wächst noch was. Jawohl. Schon eher gesehen als die Brille. Ja, badet. Oh, hier. Heilpflanze. Seelenkraut, auch fast unterm Stein verborgen. Und der letzte Abflug hier oben von der Kante. Das war ein bisschen schneller, als ich das vorhatte. Oh, hier, guck mal. Gar nicht gesehen. Eine Elixit-Ader. Tacker die weg. Gibt 20 Elixit, das kann man eigentlich, also wirklich. Das kann man sich in die nicht vorhandenen Haare schmieren. So. Ich habe ein gutes Gewissen, was diese Fläche hier angeht. Wie immer gilt, habe ich tolle Sachen übersehen. Dann bitte Bescheid geben. Gut. Dann kann ich auch das Episödchen beenden. Das war ja durchaus ein bisschen ertragreich. Hier die Ruine. War nicht schlecht. Da gab es schon ärmere Episoden. Ne? Und das nächste wäre dann diese Fläche hier unten. Und mit der geht es dann weiter gleich am Beginn vom nächsten Teil. Bis dahin!